wie die Kinder zu Ratten wurden. Am Rande eines Kampons lebte einmal eine alte Frau mit ihren beiden Enkeln. Die Frau bestritt ihren Lebensunterhalt durch das Weben von Stoffen. Diese tauschte sie gegen Reis oder Mais, damit sie etwas zu essen hatten. Eines Tages sagte die alte Frau zu ihren beiden Enkeln: »Heute will ich ans Meer gehen, um einen Fisch zu fangen. Ihr bewacht das Haus und macht das Essen. Nehmt ein Reiskorn und eine Kokosschale voll Wasser, das kocht.« Als sie ausgesprochen hatte, ging die Frau zum Meer und die beiden Kinder begannen, Feuer zum Reiskochen anzuzünden. Während sie den Topf reinigten, sagte der Ältere: »Großmutter hat uns eben angefragt, ein Reiskorn zu nehmen, um einen Topf Reis zu kochen. Doch wie glaube ich, reicht ein Reiskorn nicht für einen ganzen Topf?« »Nimm eine Kokosschale voll«, sagte da der Jüngere. »Dann wird der Topf bestimmt voll und wir haben eine Menge zu essen.« »Richtig, richtig«, fuhr der Ältere fort. »Möglicherweise fängt Großmutter heute einen großen Fisch und schon deswegen müssen wir so viel wie möglich kochen.« Die beiden nahmen eine Kokosschale voll Reis und begannen zu kochen. Doch je länger sie kochten, umso mehr Reis quoll aus dem Topf. Und schließlich strömte der Reis durch einen Graben in der Nähe ihrer Hütte in einen Fluss und von dort ins Meer. Binnen kurzem war ein Teil des Meeres mit Reis gefüllt. Beim Anblick dieser Menge Reis wusste die alte Frau gleich, was sich in ihrem Haus zugetragen hatte. Schnell eilte sie nach Hause, um ihre Enkel zu schlagen. Daheim angekommen, fragte sie den Älteren: »Wie viel Körner habt ihr aufgesetzt?« »Viele, Großmutter, die ganze Kokosschale voll.« »Hab ich euch nicht geheißen, nur ein Korn aufzusetzen?« »Er hat gesagt, wir sollten die Kokosschale voll aufsetzen«, erwiderte der Ältere und zeigte auf seinen Bruder. »Nein, Großmutter, ich habe es nicht befohlen, sondern er hat den Reis genommen«, widersprach der Jüngere. Der Zorn der alten Frau wuchs, als sie die gegenseitige Beschuldigung ihrer beiden Enkel hörte. Sie nahm den Baumwollreiniger und schlug damit auf die Köpfe der beiden Kinder. Einen Augenblick später waren die beiden zu Ratten geworden. Als die beiden erkannten, dass sie Ratten geworden waren, eilten sie davon und versteckten sich in einem Loch. Die alte Frau weinte, als sie sah, dass ihre Enkel sich in Ratten verwandelt hatten, und sie versuchte, die beiden aus ihrem Loch herauszulocken. Doch die zwei Kinder antworteten ihr: »Das ist nicht mehr möglich, Großmutter. Wir sind Ratten geworden und können nicht mehr mit dir zusammenleben. Geh nach Hause und traure nicht. Dies ist eine Warnung dafür, dass man seinen Enkeln nicht mit dem Baumwollreiniger auf den Kopf schlagen soll, wie sie einmal etwas falsch machen.«